Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von BOTW. In der letzten Folge sind wir ins Dorf rein hier, ins Gerudo, in Gerudo-Stadt und haben jetzt von der Königin Riju die Aufgabe bekommen, den Donnerhelm von Banditen zurückzuholen. Achso, hinten ist der Turm. Und dazu müssen wir hier rein. Geil. Also hier den Kaisertal entlang und hier hoch. Naja. Naja. Aha, Exil der Drachen. Hier ist also das letzte Fossil. Ja. Moment, eins, da ist auch ein Fossil, Eldin Riesenfossil. Das heißt, das letzte Fossil ist hier in den Hebrabergen, ja, glaube ich. Oh, hier ist wieder ein Labyrinth drin. Ich freue mich schon. Egal. Ich will mal schauen, dass ich eventuell eine dieser Robben finde, weil mit denen kann man sich in der Wüste, wenn man vor allem noch keine Sandstiefel hat wie ich, extrem schnell fortbewegen. Deswegen schaue ich jetzt mal, ob ich hier irgendwas finde. Gerudo-Stadt, da war ich schon drin, weiß ich. Den Schrein habe ich auch schon. So. Easy, komm schon, komm schon. Komm. Komm. Noch ruhiger muss ich hingehen, hä? So, da lang geht's jetzt. Aber ein Nachteil dieser Reisemöglichkeit ist, du reist auf deinem Schild. Das heißt, es kommt auf die an, wie stark dein Schild beschädigt ist, wie lange du aushältst auf dem Reittier. So. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier weiter rüber. Schauen, dass wir ins Tal kommen. Aber ich glaube, ich bin jetzt schon falsch. Na, oder man kann da hinten außen rum. Ich hoffe, man kann hier außen rum gleich. Das hoffe ich ganz stark, ne? Ja, kann man. Gut, man kann. Ja. Einfach mal da lang. Genau, einfach mal da lang. Und dann schauen wir mal, wer die Banditen sind. Das habe ich halt echt jetzt vergessen. Obwohl. Hieß es nicht, die Jäger sind in der Gerudo-Wüste? Sind die jetzt die Diebe gewesen? Da ist einfach mal eine Truhe mitten im Nirgendwo. Na, schauen wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen, mit wem wir es zu tun haben. So, da ist Truhe, da ist Truhe, da ist Truhe. Wie viele Truhen sind hier bitte? Ich fahre so eine Schlange, bis ich nicht mehr mit dem Ding weiterkomme, mit der Robbe. Wenn die Robbe sagt Tschüss, dann heißt Tschüss. Dann schauen wir mal. Da fliegen schon Steine. Ja, passt schon, passt schon. Dürften gleich da sein. So, sind schon wieder Steine. Ach komm. Der legt sich schon wieder auf den Rücken. Das letzte Stück will ich auch noch fahren. Nehmen wir mit. Aber hier oben ist safe gleich sowieso vorbei. Das sehe ich doch.
Na, mal gucken. Was können wir denn hier anziehen? Normale Hose. Laufen wir mal so rum. Und schauen wir mal, wie wir vorankommen. Okay. Hey, ich dachte, dass hier. Doch, 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 das waren die Jäger, aber ich dachte, die leisten hier schon Widerstand. Bin ich an irgendeinem Punkt schon vorbei? Bro, hä? Ich dachte, hier scheinen Jäger. Habe ich irgendeinen Glitch? Nee, habe ich nicht. Da. Dann gibt's jetzt eins aufs Maul. Hier. Mit dem Säbel. Den brauchen wir, den Doppelschussbogen. Den will ja der Waffennarr sehen. Doppelschussbogen. Nur die besten Schützen der Jäger verwenden diesen Bogen. Damit das Opfer nicht entkommen kann, werden zwei Pfeile auf einmal abgeschossen. Den brauchen wir. Glaubt ihr doch einen Zoom-Effekt, wenn ich mich nicht täusche? Das werden wir aber dann sehen. So einfach weiter. Einfach weiter. Es sind aber viel zu wenige Jäger, die auftauchen hier. Gut, hier kriegst du noch aufs Maul. Ich nehme aber auch mal ein paar Bögen mit. Komm schon. So, komm her. Gut. Nehmen wir einfach mal die Bögen, die wir jetzt kriegen, mit. Nee, sie zoomen doch nicht ran. Aber egal. Ist auch egal. Dann schauen wir mal, was dieses Gebiet für uns bringt. So. Doppelschussbogen. Was passiert, wenn ich die abschieße? Aha. So. Da ist der richtige Weg, Gott. Aber da ist auch noch eins, genau. Sind noch zwei. So, mal gucken, was da ist. Da ist eine Truhe. Da war Bernstein drin. Der Bernstein ist aber größer als der Topf gewesen, ey. Saphir, gut. Ich hinterfrag's mal nicht. Komm schon. So. Bist du auch dran? Und bei dieser Folge den das Versteck durchschaffen? Bestimmt, oder? Sollten wir, wenn ich mich nicht dumm anstelle, eigentlich schaffen. Ein Fuffi. So. Da ist noch eine Fledermaus drin. Fledermaus meine ich, nicht Fledermaus. Und was ist hier drin? Easy. Aber wenn das Essen drin ist, ist es halt jetzt gekochtes Essen. Röstpalmfrucht, eine Palmfrucht, die direkt der Hitze ausgesetzt wurde. Das gedünstete Fruchtfleisch genießt man am besten beim Kochen ausgedehnten Fruchtsaft. Den Kopfsalat brauche ich nicht und ich sollte mir mal was essen. Ah, egal.
Gehen wir hier Stealth unterwegs oder nicht? Weil wenn ja, dann machen wir es einfach ganz einfach. Gehen wir als Stealth Ninja unterwegs. Versteckter Jäger. Was machst du hier? Barretta, das ist das Versteck der Banditen, die den Donnerheim geraubt haben. Wenn sie dich entdecken, rufen sie Verstärkung, dann ist alles aus. Wir brauchen irgendwas, um sie abzulenken. Denn wenn sie nicht gerade auf Bananen essen, wenn sie nicht gerade Bananen essen, dann geht ihnen auf der Patrouille nichts. Ist auf jeden Fall zu gefährlich für dich. Ich lasse mir schon irgendwas einfallen. Lauf einfach weg, ja? Bro, ich will hier einfach weiter. Das heißt, aus dem Weg gehen von den Leuten. So. Gehen wir einfach hier hoch und dann warten wir. Aha, ich glaube, hier muss ich den rausholen. Gut, jetzt ist er weg. Hä? Okay. Dann halt der. Gut, dann einfach weiter. Einfach weiter. Gehen wir einfach hier hoch und dann schauen wir einfach mal nach, was wir machen. So. Okay, das war das Lager anscheinend von denen. Was ist hier drin? Topaz. Okay. Okay. Okay, ich glaube, ich habe mich jetzt gerade verschissen hier. Ich glaube, ich habe komplett verschissen. Oder der ist jetzt einfach so dumm und kommt auf mich zu. Warte. Wo ist denn der? Wo ist denn die Banane? Da. Einfach durch. Ja, moin. Moinsen, Alter. Einfach durch hier. Tschüss, Banane. So. Normale Truhe. Topaz. Zweite Truhe. Noch ein Topaz. Da dürfte dann auch ein Topaz drin sein, hä? Ein Rhodonit, okay. Okay. Dann.
gehen wir einfach mal raus. Jetzt müssen wir nicht mehr stealth unterwegs sein, also. Laufen wir jetzt mal so rum. Hey! Wer bist du und was machst du am Schlafplatz? Hm? Was trägst du da am Gürtel? Ist das etwa der Schickerstein? Wenn du den Schickerstein hast, das bedeutet ja, du bist Link. Der, nach dem wir die ganze Zeit gesucht haben. Oh, was für ein Glück! Der Typ, den wir suchen, verirrt sich ganz von allein in unser Versteck. Oh, wo sind meine Manieren? Ich sollte dir erst einmal meinen voraus wohlklingenden Namen verraten. Meister der Jäger. Der Stärkste. Der Prächtigste. Der Unübertreffliche. Koga. Der dich jetzt umbringen wird. Okay, ach so. Das ist ja easy, glaube ich. Das ist ja easy. Bro, Alter. Ich mache einfach mal das. So. Ach, das macht ja kaum Schaden, Alter. Naja, gehen wir einfach auf. Bleiben wir bei der 25. So. Das macht echt kaum Schaden, ne? Extrem wenig Schaden. So halt. So. Mit dem Master Sword würde ich nicht mehr Schaden machen, gell? Naja, ich glaube nicht. Kannst du probieren. So. Jetzt. Doch, mache ich sogar ein bisschen. Okay, das ist sehr easy gewesen hier. Komm schon, bring die nächste Metallkugel her. Ich hätte nie gedacht, dass mein Ende so aussehen würde und dann auch noch durch deine Hand. Es ist zum Aus der Haut fahren. Ganz ruhig bleiben. Das darf doch nicht das Ende sein, es muss irgendeinen Weg geben. Oh, ich hab's. Jetzt hast du es geschafft. Ich mache ernst. Meine über Generationen vererbte Geheimtechnik machte den Gar aus. War schön mit dir. Vielleicht etwas groß geraten. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ach, egal. Das war's. Jetzt bist du endlich durch Geschichte. Diese Geheimtechnik, nur ein Meister kann sie beherrschen. Die ultimative. Du Feigling, man wird
sich an mich erinnern. Die Jäger werden dich bis ans Ende deiner Tage verfolgen. Naja, das war's dann wohl mit diesem Herrn hier. Donnerhelm, das heilige Erbe des Gerudo-Stammes, das du von den Jäger zurückerobert hast, soll den Blitzen Naboris widerstehen können. Halte ihn in Ehren, bis du ihn Rijo zurückgibst. Ist hier auch nichts mehr? Mann, ich hatte irgendwie im Kopf, dass hier eine Truhe ist. Anscheinend ja nicht. Anscheinend ja nicht. Versteck der Jäger. Hä? Wo sind denn alle? Wo sind denn die jetzt hin, bitte? Bro, wo sind denn die hin jetzt? Da rein. Okay. Ich dachte halt echt, dass ich hier irgendwo eine Truhe habe. Und jetzt nicht diese hier. So, hier. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann guck mal nach, ob die Gerudo-Dame raus ist oder nicht. Sie ist raus. Naja, dann. Na dann. Würde ich sagen, beende ich die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge bringen wir Rijo ihren Donnerhelm zurück. Ciao. Euer Gladius.